Basti, grüß dich. Materialwechsel? Nee, 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 nee. Du, ja, pass auf. Du, hol mir eine Handvoll Kohle aus deinem Filter. Ich habe da so eine Idee. Ja, genau. Nein, eine Hand. Ja, eine Handvoll. Okay, ich komme bei dir vorbei. Hey, grüß dich da draußen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wer kennt's nicht? Die Chloramine orientieren sich immer weiter am oberen Wert. Die Filterlaufzeiten werden vielleicht immer kürzer. Das Rückspülergebnis lässt zu wünschen übrig. Du kämpfst vielleicht mit einer Verbackung oder sogar mit einer Verkeimung. Und genau dieses Thema haben wir hier behandelt. Wir haben zusammen mit unserem Partner Bad Burgau und mit der Firma Dr. Nüsken eine sogenannte alkalische Filterbettreinigung durchgenommen. Und was dabei passiert ist, ist unglaublich. Und ja, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Aber bevor wir direkt ins Labor gehen, starten wir vorher noch mal ein kleines Knowledge. Viel Spaß beim Anschauen. Let's go! Organische und halogenorganische Belastungsstoffe gelangen über den Badegast in das Schwimm- und Badebeckenwasser. In Verbindung mit dem Desinfektionsmittel bilden sich sogenannte Desinfektionsnebenprodukte, die wiederum über die Aufbereitungsanlage entfernt werden müssen. Dazu kommen unter anderem Mehrschicht-Schnellfilter mit Aktivkohle oder Anthrazit neben dem Quarzsand als Filtermaterial zum Einsatz. Die Filterkohle als adsorptives Filtermaterial nimmt während der gesamten Filterlaufzeit diese Verbindungen an der Oberfläche auf, sodass diese beim nächsten Rückspülprozess wieder ausgespült werden können. Diesen Verfahrensschritt in der Aufbereitungsanlage nennen wir Adsorption. Die Kohle an sich ist gleichzeitig Fluch und Segen, denn auf der einen Seite hat sie eine unvorstellbar große innere Oberfläche. Daher kommt auch der Vergleich mit dem Fußballfeld. Und genau an dieser Stelle beginnt es interessant zu werden. Denn alles, was die Kohle adsorbiert, muss auch wieder ausgetragen werden können. Eine Filterrückspülung schafft das nie restlos zu entfernen. Und das bietet natürlich über einen längeren Zeitraum Keimen die Möglichkeit, sich einzunisten. Aber auch die Gefahr einer Verpackung des Filtermaterials nimmt stetig weiter zu. So muss ein Filtermaterialwechsel vermehrte Hochchlorungen in Betracht gezogen werden, was natürlicherweise einen sehr hohen Kostenaufwand bedarf. Ja, wir sind wieder mal in einem Labor. Wir treffen heute hier den Alex, der Grüß dich, David. Chemietechniker von Dr. Nüsken. Genau. Und du gibst uns die Expertise über das Carbaclean. Genau, richtig. Als erstes wollte ich dir mal zeigen, was eigentlich unser Produkt alles kann und was es bewirkt. Ja. Ich habe hier mal die Filtermaterialien auch aus Burgau mal zur Schau gestellt, um mal zu vergleichen, worum geht es hier eigentlich, worüber reden wir. Ja. Wir haben hier mal das Filtermaterial mit der Aktivkohle so ein bisschen gemischt und nur eine alkalische Lösung über Nacht mal einwirken lassen. Im Vergleich dazu das gleiche Material halt eben mit unserer Carbaclean-ATK-Lösung. Mhm. Und ich glaube, der Unterschied, der ist klar zu erkennen. Ja, brutal. Brutal. Also wir haben es hier wirklich tatsächlich geschafft, ein Produkt zu entwickeln mit einer gewissen Wirkstoffkombination, die nicht nur die Sand- und Kiesschichten reinigen kann, sondern auch wirklich Schmutzstoffe, die sich über Jahre in der Aktivkohle angesammelt haben, aus den Poren rauszuholen. Und das sieht man hier, ist das Ganze in Lösung gegangen und hat diese Flüssigkeit halt eben so pechschwarz gefärbt. Also das ist dieser ganze Schmutz, der über all die Jahre in der Kohle und in dem Filtermaterial sich angesammelt hat. Richtig, also wir sprechen beim Carbaclean vom Kaliumhydroxid. Genau. Ja, und das ist eine starke Lauge. Genau, das handelt sich hier genau um ein stark alkalisches Produkt. Was ich hier feststelle, ist, dass Filterrückspülung nie ganz die Organik rausholen kann. Genau, richtig. Also es bleibt immer was zurück und über die Jahre sammelt sich das dann an. Genau. Und gleichzeitig verliere ich aber Oberfläche von der Kohle. Genau, richtig. Ja. Also die Filterspülung ist halt dafür da, um natürlich die Schmutzstoffe, die sich im Filtermaterial ansammeln, auch halt eben im Flockungsmittel, was sich halt eben im Filtermaterial ansammelt,
zu entfernen. Aber durch die Filterspülung alleine kriegen wir zum Beispiel nicht die Aktivkohle so gut gereinigt. Und es können sich halt eben im Filtermaterial über die Zeit auch Verbackungen bilden, die halt eben allein durch die Filterspülung dann nicht mehr gelöst werden können. Mhm. Und das heißt, nach einer gewissen Zeit, selbst bei einer richtig eingestellten, gut funktionierenden Filterspülung, müssen wir eine Filterreinigung durchführen. Das kann man halt eben auch zum Beispiel prophylaktisch machen, ne, um halt immer eine optimale Hygiene im Filtermaterial zu gewährleisten. Durchaus. Wir haben hier nicht nur eine alkalische Filterbettreinigung, sondern wir haben hier eigentlich ein Produkt, das mir sogar Verpackungen lösen kann. Genau. Also, wenn ich eine Verpackung hätte, ja, könnte ich das einsetzen? Genau, für Verpackungen, ne, aus halt eben Haaren, Organik oder halt eben veralterte Flockungsmittelreste, die löst das Produkt auch sehr, sehr gut an. Ja, die quasi so als Klebstoff dienen, ja, und hier kann ich den Klebstoff auflösen. Genau. Aber das Thema Filterverkeimung ist auch nochmal ein brandheißes Thema. Vielleicht kannst du uns da nochmal was erklären. Ja, das Produkt ist halt eben nicht nur prophylaktisch einsetzbar, sondern auch bei einem akuten Problem. Also wenn man zum Beispiel eine sehr starke organische oder halt eben mikrobiologische Belastung des Filtermaterials hat oder nachweislich bekommen hat über diese Zeit zum Beispiel. Mhm. Und wir sind ja auch sehr stark in der Oberflächenreinigung zum Beispiel in öffentlichen Bädern tätig. Also wir haben Reinigungsmittel für die Oberflächen und Desinfektionsmittel. Und unsere Empfehlung ist ja immer, vor der Desinfektion eine ordentliche Reinigung der Oberflächen durchzuführen. Weil eine Reinigung entfernt schon sehr viel Schmutz und Mikrobiologie. Und die Desinfektion ist ja anschließend eigentlich nur prophylaktisch. Mhm. Und so haben wir uns dann halt eben Gedanken gemacht, Mensch, eine Filterspülung ist ja auch immer mit einem Desinfektionsmittel, aber wir machen ja eigentlich nie eine Filterreinigung, weil ich hatte dir ja gesagt, eine Filterspülung reicht halt meistens nicht aus. Und so haben wir das Produkt halt eben entwickelt und haben gesagt, bei einer akuten Belastung durch Mikrobiologie, also bevor halt eben die große chemische Keule rausgeholt wird, richtig viel Desinfektionsmittel eingesetzt wird, lass uns doch erstmal eine Reinigung des Filters machen, um halt eben Schmutzstoffe zu entfernen, um Ablagerungen zu entfernen, die bei der Desinfektion hinderlich wären, weil halt eben diese oxidativ wirkenden Desinfektionsmittel sich an dieser organischen Belastung halt eben verbrauchen würde. Mhm. Und so ist es halt eine super Sache, dann direkt vor der Desinfektion eben eine Reinigung noch zu machen. Ja, zumal ja die Organik oder diese organische Belastungsstoffe als Schutzkolloid dienen. Genau. Ja, da drin versteckt sich quasi der Keim und das Chlor kommt gar nicht hin. Richtig. Also da kann ich dann eine Hochchlorung machen, genau, bis ins Jenseits. Genau. Deswegen auch die Empfehlung von dir zu sagen, erstmal hier eine alkalische Filterreinigung, um die organischen Stoffe komplett rauszulösen. Genau. Hat den Effekt, dass ich wieder meine Oberfläche zurückgewinne. Genau. Ja, die Adsorptionsfläche. Und ich habe dann eine effektive Chlorung. Genau. Ja, das Chlorungsmittel kann dann auch wirklich halt eben an der Mikrobiologie wirken und verbraucht sich halt einfach nicht am Schmutz. Okay. Was mich noch interessiert, was macht dieses Kaliumhydroxid mit der Kohle? Also habe ich dann irgendwelche Nachteile durch diese Behandlung mit der Kohle? Nein, also das Karmaclean ATK in seiner Wirkstoffkombination zerstört also nicht in irgendeiner Form die Kohle, also ganz im Gegenteil. Du hast mir ja hier die Kohle aus Burgau mitgebracht, ja, und wir haben eine Untersuchung gemacht, also vor der Reinigung und nach der Reinigung. Mhm. Wir haben die sogenannte Jodzahl bestimmen lassen. Okay. Das ist also ein Maß für die Sorptionsleistung der Kohle. Vor der Reinigung hatten wir eine sehr geringe Jodzahl von um die 200 Milligramm pro Gramm. Mhm. Und nach der Reinigung konnten wir nachweisen, dass wir fast wieder auf den Originalzustand einer Kohle gekommen sind, einer Aktivkohle. Okay. Also dass die Sorptionsleistung wieder sehr stark dem originalen Produkt, was man sozusagen eingebracht hat, halt eben wieder rangekommen ist. Und das ist halt eben ein Beweis dafür, die Kohle wird nicht zerstört in irgendeiner Form oder irgendwie zerbrochen, sondern einfach die Oberfläche ist ja sehr porös und da sammeln sich halt eben auch Schmutzstoffe oder andere Ablagerungen ab und die können wir halt eben über diese Filterreinigung dann wieder lösen. Als Empfehlung von dir, wie oft sollte man das machen? Also jetzt geht es ja Richtung Freibad-Saison, da wird sich's lohnen, genau, dass man sagt, einmal im Jahr, oder? Genau. Also bei Hallenbädern würde ich es einmal im Jahr empfehlen. Mhm. Ne? Viele Hallenbäder haben ja auch zum Beispiel Revisionszeiten, wo dann Hubböden und so weiter überprüft werden. Da kann man die Zeit nutzen, um prophylaktisch halt eben diese Reinigung durchzuführen. Okay. Bei Freibädern würde ich auch das einmal jährlich empfehlen, aber es ist durchaus auch zweimal jährlich einzusetzen. Nämlich dann, wenn die Saison zu Ende ist. Der Filter musste mehrere Monate Schwerstarbeit leisten. Ja. Ne? Das heißt, man reinigt und spült den Filter frei, überwintert ihn sozusagen in perfekter Hygiene
Und bevor es dann wieder die Freibadsaison startet, macht man vielleicht nochmal eine kleine Reinigung, um halt eben mit perfekter Filterhygiene in die Saison auch dann wieder zu starten. Lass uns zur Anwendung kommen. Gerne. Ja, also am Anfang steht ja immer die Berechnung, wie viel brauche ich. Genau. Ja, das heißt, Volumen vom Filterbehälter abzüglich dem Filtermaterial, dann weißt du oder deine Leute, wie viel Material wir brauchen. Genau. Wie geht es dann weiter? Es gibt natürlich mehrere Wege, dann das Ganze in den Filter zu bringen, weil wir müssen ja das Filterbett behandeln. Man kann das Mannloch zum Beispiel oben bei einem Druckfilter öffnen und darüber die Lösung des Reinigungsmittels halt eben eintragen. Da kann man Gießhilfen benutzen, da kann man aber auch andere Dosiertechniken nutzen, wie zum Beispiel eine Fasspumpe, um es dann halt eben von oben einzufüllen. Man kann aber auch den Weg wählen, zum Beispiel über einen Spülwasserbehälter oder Rohwasserspeicher die entsprechende Menge einzugeben. Dann muss man vorher halt den Filter leer laufen lassen, dass man dann die Reinigungslösung in den Filter reindrücken kann. Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre halt eben auch, Impfstellen zu nutzen oder eben zu setzen, beispielsweise in der Filtratleitung, dass man den Filter leer laufen lässt, die Menge an Reinigungsmittel einfüllt und dann den Filter halt eben wieder befüllt und dann das Ganze einwirken lässt. Ja, gibt mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist wahrscheinlich über das obere Mannloch, sofern man da gut hinkommt. Genau. Ja, das ist auch immer so. Jedes Bad hat da so seine Eigenheiten. Ja, ganz genau. Okay, jetzt haben wir das Mittel drin. Muss der Filter vorher angeschwemmt sein? Oder ist es nicht zwingend notwendig? Ist nicht notwendig. Also genau. Ihr könnt jetzt, wenn ihr ins Freibad startet, das Mittel eintragen und dann erst den Filter befüllen? Genau. Ja. Das ist möglich. Dann? Dann brauchen wir natürlich eine gewisse Einwirkzeit. Also je nach Konzentration, die wir wählen, sollten mindestens 6 Stunden Zeit gegeben werden, damit wirklich diese Alkalität wirken kann, die Schmutzstoffe sich lösen, die Verseifung und so weiter halt eben stattfindet. Man kann es aber auch ruhig 12, 24 Stunden einwirken lassen, je länger umso besser. Mhm. Während der Einwirkzeit zu empfehlen oder auch kurz nach dem Einbringen ist, wenn vorhanden, halt eben eine Luftspülung zu machen, um es halt eben darüber Fluidisierung, zu, genau, das Ganze so ein bisschen zu verteilen. Ja, und dann muss man eigentlich nichts machen, außer das Produkt seine Magie entfalten lassen. Ja, der Klassiker. Klassiker. Nicht das Putzmittel reinigt, nicht der Bademeister genau, reinigt, genau. Das Putzmittel. Genau, ja, ganz richtig. Genau. Okay, ja, und dann zwischendrin immer wieder Luftspülungen durchführen, 1 bis 2 Minuten. Genau, klassisch. Kurz und knackig, genau. Mal kurz durchmischen. Genau. Und dann am Ende ganz normal ausspülen. Genau, dann am Ende ganz normal ausspülen. Und dabei ist darauf zu achten, wir empfehlen mindestens 2 Filterspülungen zu machen. Ja. So lange aber, bis man mindestens eine Klarphase erreicht hat. Ja. Weil es kann halt eben sein, dass der Filter sehr stark verschmutzt war und da reicht eine einmalige Filterspülung vielleicht nicht aus. Mhm. Ja, und wir wollen natürlich nicht, dass dann bei der Inbetriebnahme, der Aufbereitung dann diese ganzen Schmutzstoffe nachher im Filter, im Schwimmbecken landen. So, Basti, als Resümee zur alkalischen Filterreinigung. Was sagst du als Betriebsleiter vom Burgauer Freibad? Also, ich muss sagen, es ist eine super Innovation, ein einfaches Produkt einzubringen. Allein, wenn man sich vorstellt, wie viel Arbeit das machen würde, wenn man die ganze Filterkohle rausmachen muss. Hier müsste man sie mit dem Schlauchwagen raussaugen, weil das geht gar nicht anders. Und dann säckeweise wieder einbringen, weil, ja. Und hier leert man ein paar Kanister in den Filter rein und lässt es über Nacht einwirken. Spült es aus, kommt unheimlich viel Dreck raus, man sieht es auch gut. Und es ist eine einfache und schnelle Lösung. Vor allem auch kostentechnisch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Gell? Ja, und nachhaltig, muss ich sagen. Also die Filterkohle dann zum Entsorgen und verbrennen zu lassen, das ist dann so rum schon sehr nachhaltig. Ja, wir haben jetzt nochmal zur Info am Ende nochmal den pH-Wert gemessen vom Schlammwasser. Ja, ja genau. Der lag bei 11. Genau. Und beim zweiten Mal schon bei 10? Bei 10, ja. Genau. Einmal frei. Ja, liebe Freunde, am Ende von unserem Filmprojekt, wir werden im Sommer das Ganze beobachten, wie sich das verhält, auch mit den gebundenen Chlorwerten. Und schön, dass ihr dabei wart. Daumen hoch, viel Spaß im Sommer. Let's go.